bildet bei IBE die Doppelspitze mit Joel Montero. Das Ganze vor einer Kulisse, die der Affiche Basel-IBE zweifelsohne gerecht wird. Über 26.000 Fans machen aus dem St. Jakob-Park ein Tollhaus. IBE in Weiß, von der Basler Kulisse unbeeindruckt und von Beginn weg angriffslustig. Das ist Blum. Flanke auf Eaton, keine 5 Minuten rum und schon hinterlässt diese Affiche ihre ersten Spuren. Barišić und Eaton unterziehen ihre Schädel einem Härtetest. Fazit unentschieden. Beide können nach kurzer Pflege weiter tun. Das Spiel in der Startphase etwa so. IBE sprintet, Basel hechelt hinterher. Ein Sinnbild dafür der Zweikampf zwischen Montero und Fabian Frey. Der FCB-Captain sieht nach 9 Minuten gelb, wird am Dienstag in Winterthur gesperrt fehlen. Aber IBE fühlt sich hier wohl. Amenda vielleicht sogar zu. Fehlpass des IBE-Verteidigers. Dominik Schmid übernimmt den Ball und gibt ihn dann nicht mehr ab. Klasse Aktion des Außenverteidigers. Der sieht Kololi. Kololi, Tor! Die Basler kommen hier wie die Jungfrau zum Kind. Das 1:0 nach 13 Minuten. Kololi trifft erstmals für den FCB, weil er vor von Balmos unheimlich cool bleibt. Die Vorarbeit von Dominik Schmid verdient derweil ein Sonderlob. Der läuft dagegen passive Berner einfach durch. Hat dann Glück, dass Berschon seine Hereingabe noch ablenkt. Benjamin Kololi dann, und das ist positiv gemeint, rotzfrech zur Basler Führung. Jubel auf der Bank bei Martin Rueda, der heute für den gesperrten Celestini einspringt. Und es folgt weiteres Ungemach für den Leader der Super League. Levin Blum zwickt im Oberschenkel. Nach einer halben Stunde muss er runter. Hinten rechts spielt fortan Sedi Janko, der erst Vorteil geholt. Aber heute, da wirkt IBE irgendwie fahrig. Von Balmos rutscht aus. Der Abschlag deshalb unpräzis, landet bei Dominik Schmid. Und der ist heute richtig stark, zündet den Turbo, sucht im Zentrum Barry und findet über Umwege Augusta. Nächste gute Basler Szene kurz vor der Halbzeitpause. Ein Tor hätte nicht gezählt. Barry ganz knapp im Abseits, das dafür gleich zweimal. Aber zur Pausenführung reicht es dennoch, weil IBE nach starkem Beginn hier auch ziemlich stark abgebaut hat. Und das hat Folgen. Immerhin, dieser Cedric Eaton kaum genesen, schon wieder präsent, stemmt sich gefühlt als einziger gegen die dritte IBE-Niederlage in dieser Saison. Kommt hier an den Ball, lässt Kade stehen, lässt Vega stehen, Schlenzer mit links und Hitz verhindert den Ausgleich in der 89. Minute. Ist dann außer sich, weil Fedai San das Spiel nicht unterbrochen hat. Tauland Xhaka lag am Boden. So oder so sehenswert. Sowohl der Abschluss von Cedric Eaton als auch die einarmige Flugshow von Marvin Hitz. 5 Minuten Nachspielzeit, die sind schon rum. IBE versucht alles, aber dann pfeift Fedai San das Spiel ab und in Basel brechen alle Dämme. Benjamin Kololi bei einem solidarischen Auftritt des FCB der einzige Torschütze. Der Sieg ist verdient. Es sind Big Points für den FCB im Kampf um den Ligaerhalt und im Rennen um Platz 6. Lange hat man das nicht mehr gesehen in der Muttenzer Kurve. Seit 15 Spielen hat man gegen die Young Boys nicht mehr gewinnen können. Heute hat es mal wieder gereicht und bei IBE fragt man sich,